Leute, weiter geht's mit Grit und dem Finale der Season 2. Bald sind wir auch durch mit dem Let's Play. Dann haben wir nämlich noch diese Season 3 vor uns und dann sind wir auch komplett endlich durch mit dem Let's Play hier. Aber wir machen heute weiter erstmal mit der Modern Series, mit dem Ferrari Cup Time Attack. 4 Runden, let's go! Also, es geht wieder darum, die schnellste Rennrunde zu fahren. Dann nehmen wir das Auto hier, das uns also schon präsentiert wird. Und den Anfang macht Paris mit dem Circuit de la Seine. Es sind 4 Runden. Wie gesagt, die schnellste Runde muss gefahren werden. Schauen wir mal, ob wir es heute hinkriegen. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran! Genau, so ist es. Und wir starten als 14. ins Rennen, aber das ist dann für uns auch relativ egal, weil... Das ist ungefähr eine halbwegs vernünftige Runde angestanden. Halbwegs vernünftige Runde erwischen. Ah, der Helden. Der Kollege hält uns jetzt gerade ein bisschen auf. Mein Gott. So, einmal noch mal gut, da bin ich auch mal vorbei. Heute gibt es wieder. Wir haben 4 Events zu sehen. So, Teamkollegen momentan kämpfen wir auf. Jetzt 4 sind wir unter 13. Tag. Jetzt kommen wir natürlich die einzelnen Zeiten rein. Das heißt, wir rutschen ein bisschen nach hinten. Aber wir sind momentan selber auf dem Kurs. Nächstes Auto vor uns. So, die Frage ist... So, Teamkollege auf 1. Würde sich jetzt ändern, wenn wir auf 2 auf 1 fahren. Wir haben momentan 7 Sekunden vor uns. Das passt ja. Jetzt haben wir zumindest mal eine Runde. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben erstmal eine Runde gefahren. Ja, der will aber auch gerade uns nicht ziehen lassen. Und das hat Zeit gekostet natürlich. Und da hat es ein bisschen die Hand erwischt. So, dann gehen wir jetzt in den zweiten Sektor mit der Restzeit. Jetzt schauen wir uns aber mega nach vorne. Ja, jetzt komme ich hier. Jetzt der nächste Teamkollege. Aber wir haben nochmal eine neue Bestzeit. Wir sind beide ein bisschen untermauert jetzt gerade. Das könnte zumindest noch mit einem Doppelsieg beginnen.
Das nächste Auto wohl. Ja, die haben so weit die Lücke zugemacht, dass ich keine Chance hatte, was zu machen. Aber es gibt eine neue Version, 39.9, da haben wir nochmal minimal nachgelegt. War uns keine Absicht. Das ist Platz 1 am Ende. Sehr gut. So. Und es ist am Ende der klare Doppelsieg für uns und unser Team. Und dann geht's weiter jetzt direkt mit dem zweiten Rennen. Level 16. So, nächste Rennen ist Silverstone. Diesmal 5 Runden auf dem National Circuit. Wie wär's? Und ich gehe mal kurz mit was zu trinken. Ich bin sofort wieder da. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Vielen Dank, Alex. Also, wir haben hier eine klassische Rennstrecke. Wir sehen ja bei der Grid World Series alle möglichen Veranstaltungsorte und Rennarten. Aber Strecken wie diese wurden speziell für Rennsport designt, gebaut und getestet. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Na, hoffentlich ein erfolgreiches. Damit bin ich auf der falsche Seite der Streckenbegrenzung. Oh, jetzt geht's los. So, das war 5 Runden. Heute im Trocknen, Gott sei Dank. Rennen Nummer 2. Und das ist natürlich super, wenn sich das schon so anfängt. Die erste Runde ist natürlich durch diesen Dreher schon mal kaputt. Die zählt sowieso nicht, daher ist es sehr unwichtig. Da wollte ich schon an dem Auto da vorbei driften. Aber heute ist aber. Aber irgendwie mag er das nicht. Hat jetzt schon wieder so Querschellen. So. Das war unsere Absicht jetzt gerade. So, dann schauen wir mal. Wir fahren nur eine Minute die Strecke runter, aber ich hoffe, dass ich jetzt diesmal eine vernünftige Runde kriege.
13 gerade. Klar, wollte ich jetzt hier machen. Ich wollte nicht die Zeit über Nahrung mit versauen. Aber ich muss jetzt überhaupt mal mir Zeit setzen, damit wir auch ein bisschen, damit wir mal überhaupt auf der Tafel dabei sind. Ja, die zwei sich da vorne müssen wir kämpfen. Mache ich überhaupt mal den Sprung da vorne. So, erster und dritter mittlerweile. Ich hoffe, dass der Kollege noch einen Ticken zulegen kann. Sorry, das war keine Absicht. Aber du hast ja genau im letzten Moment mal rübergezogen. Wir sind sowieso etwas 1. Weil weiter wollte ich kein Auto mehr vor uns irgendwo auftaucht gerade. Gehe ich da mal von aus, dass wir momentan erster sind. Weil wir ja 4 gestartet sind, die Autos schon überholt haben, kommen wir vor uns. Na gut, egal. So, ja. So. Rennen Nummer 4. Schön, schön. Die Runde war nochmal die schnellste, aber er kommt nicht da vorne, ne? Mir fehlen wirklich nur knapp nur 100, damit ich dann mit den Sprung nochmal da vorne machen kann. So, kann man nochmal die Zeit verbessern? Nein, können wir nicht. Aber egal, wir haben es trotzdem geschafft. So, nächste Rennen. Rennen Nummer 3 führt uns nach auf den Red Bull Ring. Auch hier sind es wieder 5 Runden und wir stehen wieder vorne auf der 1. Gut, gut, gut. Gefällt mir. Ja, ist das dritte Rennen jetzt. Dann schauen wir mal, hoffen wir mal, dass wir das auch hinbekommen. Hallo Österreich, willkommen zu einer Nacht an der Rennstrecke für ein ganz besonderes Rennen. Kristen, erzähl uns doch etwas mehr darüber. Ich werde dir heute keine große... Entschuldige. So, sorry, ich habe mich da weggedrückt. Nacht, Regen, ja, das ist super.
Gut, dass die Strecke so kurz ist. Ich laufe jetzt relativ schnell wieder aufs Feld auf. Wir sind ja ursprünglich auf 1. Ja, die erste Zeit haben wir schon mal gesetzt. Und jetzt habe ich doch mein Teamkollege gesagt, ich springe mit da hoch. Und jetzt ist hier der zweite. Momentan kommen wir auf Position. So, jetzt ist auf 2. Jetzt ist er dabei. Sehr gut. Hier kann hier von dieser nächsten Linkskurve. Oh, beide Fahrzeuge schlagen ein, aber das war mit oder weniger ein bisschen eingeschoben, habe ich ein bisschen zu sehr eingeschoben. Hier so ein bisschen leicht angerollt, vielleicht berührt. Hier sind wir mittlerweile. Dann war das halt immer eine neue Bestzeit nochmal. Oder war es so der Sektor? Kann auch sein. Ja, die Runden gehen nicht so lang, ne? Und besser nur unter 48 Sekunden. Jetzt sind wir 47,4, also können wir noch mal ein bisschen nachlegen. Ja, das hat er ziemlich geschickt gemacht. Ja, schade, ich habe das geschnitten, ne? Aber ich bin zumindest an den beiden mal vorbei. Und damit sind wir sowieso safe und durch. Das haben wir 47,4 am Ende und wir gewinnen nochmal gute 500.000 an Credits. Wie gesagt, wir haben 43 Millionen. Und wieder ein gutes Ergebnis fürs Team. Also ich gehe davon aus, dass wir auf 1 und 2 am Ende landen werden. Wenn jetzt nicht im letzten Rennen nochmal irgendwas Dramatisches passiert. So. Dann haben wir jetzt das letzte Rennen und das ist dann nochmal der Sydney Motorsports Park. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So.
Auf geht's. Diesmal stehen wir ganz am Arsch, am Ende des Feldes. Und Wasser. Ja, der kontert aber sofort, der Kollege hier. Oder Kollegin, vom Namen her wahrscheinlich Kollege. Kollegin, Entschuldigung. Die Frau am Steuer. Sorry, das dürfte ja in der Edition sein. So, ist aber egal, wir haben sie trotzdem geholt. Na, es wird wieder auch. Hier sind es wieder 5 unten, klar. Liegt aber auch ein bisschen an der Kürze der Strecke. Und die Runde ist leider gestrichen worden, weil wir da ein bisschen zu weit rausgegangen sind. Und das ist das Problem, wenn du in einem Auto herfährst. Leider wird das ja nach der ersten Runde der letzte Platz werden. Und das wäre eigentlich Westzeit geworden. Ich habe momentan keine Chance, wirklich auf eine Position zu gehen, weil sobald ich da irgendwie rangehe, zieht er mir die Lücken so zu, dass ich nicht vorbeikomme. Den habe ich jetzt schon mal kassiert, jetzt lasse ich mal laufen auf das nächste Auto auf. So, der Teamkollege auf der 1, das ist sehr gut. Aber wir haben jetzt den Deutsch auf 2 zurück und wir haben dann die Doppelführung. Ben. Wir müssen erstmal mit durch eine Bestzeit sitzen. Oder überhaupt mal eine Zeit sitzen. Sind vorbei und wir gehen auf 1 vor. 1:05.666 ist die Bestzeit momentan. Von uns aufgestellt, das ist sehr gut. Wir haben jetzt noch 3 Runden. Auf das nächste Auto vor uns wieder auf. Schön vorbeigegangen. Und zwar hat es gepasst, ich soll nicht auf der Linie geblieben, wollte ich da hinten nicht durchdrücken. Und mal gucken, ob man eine Bestzeit gesetzt bekommt oder ein bisschen besser bekommen. Momentan sieht es so aus, ja. Aber wir laufen das nächste Dreiergrüppchen jetzt gleich an. Jetzt wird's. Ja, 1,4 Sekunden davor nochmal rausgeholt. Aufpassen. Ja, das sind der zweite, der dritte, der vierte Schulde mit dabei. Ich klemme mich mal damit vorbei. Hauptsache ich stehe den nicht im Weg und die stehen mir nicht unbedingt im Weg. Und bin nur die sauber den dreien vorbeigegangen. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Für heute auch sogar. Und davor hängt der Teamkollege, der im Moment nicht fahren, mit einem anderen Fahrzeug vorbeigehen kann. Wir gehen etwas freie Strecke nutzen, um nochmal eine neue Bestzeit in den ersten Sektor zu setzen. Jetzt geht der ran. Ne, der lässt sich nicht vorbei, ne?
sag schon. Da wollte ich ein bisschen, wirklich ein bisschen wegdrücken, damit der Kollege da ziehen kann, aber das reicht ja nicht. Egal, haben sie es geschafft. Es reicht trotzdem, wir sind auf 1 und 2 am Ende im Ziel gekommen. Und damit sind wir auch, bin ich auch guter Dinge, dass wir tatsächlich die volle Punktzahl geholt haben. So, dann die große Überraschung, wenn wir jetzt natürlich sehen, die Punkte sind vergeben. Und alles andere hätte mich jetzt tatsächlich überrascht, wenn das nämlich nicht so gewesen wäre. Wir stehen natürlich wieder mit dem kompletten Team auf 1 und 2, das ist sehr gut, passt. Gut, und dann machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's hier weiter mit der nächsten Time Attack Serie, mit der World Time Attack. Bis dann, tschüss.